wir gehen hier ganz geschmeidig rein in Proving Ground und werden hier unseren Fight machen gegen Nikita. Und wir gehen natürlich auf Legendär rein und machen das mit Liv Morgan, weil wir die ja natürlich auch noch leveln wollen. Ach, es gibt noch einen, Even Stronger. Okay, dann gebe ich den dann nach dem Fight gleich mal ein, Tim. Danke dir für den Hinweis. Vielen Dank. So, mal sehen, ob wir klarkommen, ja. Das, mein Problem ist jetzt nur, dass ich hier gar nicht mehr weiß, bei Nikita, sage ich schon, bei Liv, was wir bei ihr machen mussten. Ich glaube, Laufangriffe war bei ihr. Weil wurde mir bei 22 angezeigt und da geht er nicht, also muss er für 23 sein. Wir probieren das dann aus, Tim, gar kein Problem. Ah, wäre zu schön gewesen, wenn beide durchgehen, ne? Liv Morgan has grown a lot as of late. You have to think that confidence will be difficult to overcome. Confidence definitely helps, but Liv has relative inexperience at the main event. Nutz mal für unsere Towns. Also für Faction Wars of Stone Cold sehr gut. Wegen den schnellen Betäuben vorm Finisher. Ja, das ist halt diese Stechen wie eine Biene-Plakette. Die ist natürlich der Shit. Das ist ja die, weshalb wir ja auch Drew McIntyre halt so hochgezogen haben. Was heißt so hochgezogen haben, dass, wie das klingt? Warum wir mit denen so viel gespielt haben? Aber Liv Morgan hat die Plakette ja auch, glaube ich. Ja, genau, stechen wie eine Biene. Zwar nicht auf so einer hohen Stufe, wie ich da links gerade sehe. Aber sie hat sie. So, auf jeden Fall macht sie hier gut los. Au, 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 au. Ich weiß gar nicht, man muss das Schwere. Schläger war ja Schwere, Leichte und ich glaube, Kopf war rot. Ist er ausgewichen? Oh, der ging durch. Na, da freuen wir uns. Ich weiß jetzt nicht. Irgendein Taunt ist ja nicht durchgegangen. Ah, gucke mal, gucke mal. Wir versuchen mal einen Non-Finisher hier loszuzünden, ne? Das sieht sehr gut aus. Rope-Break. Du kriegst die Tür nicht zu. Komm, die ist doch eh frisch. Mal gucken, ob sie mit sich hier ein bisschen... Nee. Ah, jetzt wird sie frech. Ah, hier aus Pin befreien. Stimmt, das hat sie ja auf jeden Fall auch gehabt. Das sagt mir wieder was. Oh. Ja, zum Glück. Oh mein Gott, ey, was ist denn jetzt hier los? Ja, immer pin mich, das ist schon gut. Oh, das war die Signature. Oh, jetzt müssen wir hier aber aufpassen, Leute. Oh, ich habe abgewehrt. Zum Glück.
you have to wonder if these superstars can keep up this pace. They're certainly being taken into the deep waters now. With a 2-on-1 face breaker. For the win. 2. Da haben wir es noch gerissen. Da haben wir es noch gerissen zum Schluss. Zum Glück sage ich euch. Zum Glück haben wir es. Ey, Leute, ich gebe es zu, mit dem Finisher dort von Nikita, den zu kontern, das war eher Glück. Das war echt eher Glück gewesen. Aber es hat gereicht für die Tongruppe Sachsen. So, jetzt war doch hier gegen hier diesen, wie hieß er, Commander Aziz oder so, genau. Ein Tables Match. Warte mal, lass mich mal ganz kurz hier gucken. Noch aus 3 Pins befreien, Laufangriff, okay, leichter, okay, nächster Fight ist das hier vielleicht durch. Wenn das mit den Pins klappt, das werden wir dann sehen. Bei John, den will ich natürlich auch ein bisschen weiter leveln. Torso rot, Grabs und 75 Schwere. Oh, 75 Schwere, das zieht sich natürlich auch noch ein bisschen. Schönen guten Abend zusammen, ich wünsche euch allen einen schönen Start ins Wochenende. Pascal, wünschen wir dir auch. Ich grüße dich. Und Elli, grüße dich. Wie ist das Spiel so? Naja, ist halt WWE, ne? Was soll ich dir jetzt sagen? Ich habe ja jetzt noch nicht in den GM-Mode reingeguckt, den alle so feiern. Ich bin direkt halt hier bei meine Fraktion reingegangen. Da sind jetzt nicht so die großen, krassen Änderungen gegenüber einem Vorgänger. Aber ich feiere den Spielmodus halt trotzdem wie die Sau. Haben wir jetzt aber Glück gehabt. Aber ich freue mich auch schon, wenn wir gemeinsam mal dann im GM-Modus reingucken. Oh, haben wir jetzt wieder diese Startprobleme? Ja. Ist klar. Oh. Das Janis, grüße dich. Och, ich hatte soweit eine gute Woche. Aber ich bin trotzdem wirklich ziemlich kaputt heute. Ich glaube, das ist so freitags normal. Bei mir beginnt das dann meistens immer so Donnerstagabend. Dass ihn da so, wie sagt man immer so schön, die Woche so ein bisschen in den Knochen steckt. Ah, ich hoffe, deine Woche war auch soweit okay, Janis. Ich spiele das Spiel erst, wenn die Disc-Version im Angebot ist bei Saturn oder Amazon. Naja, kannst ja machen. Ah, ich darf aber auch nicht vergessen, die ganzen Grab-Attacks zu machen. Junge, Junge, Junge. The purpose of this match is to soften up your opponent before you inevitably put them through the table. And that's exactly what we're seeing here, Cole. Cranking the head. Now that'll do some serious damage. And Aziz is one step quicker. Damn. Ah, Commander Aziz sieht gut aus. Den haben sie cool gemacht. Oh, er will einen Tisch holen. Oder vielleicht halt einfach die Treppe. Das tut er jetzt nicht wirklich. Doch, er tut es. Oh! Meine Güte. Oh oh. The steps connect. That hurt me just watching.
Wie ist die Steuerung vom Game so? Genauso wie letztes Jahr, Ellie. Und der Eichsfeld, ich grüße dich, mein Lieber. Vielen Dank für deinen Prime-Sub. Ja, mir geht's gut soweit. Ich hoffe dir auch. Ich hoffe dir auch. Oh, hat er jetzt gerade Comeback gemacht? So, wir haben auf jeden Fall unsere Grabs. Und der Pfeifnagel-Shuffle scheint auch durchzugehen. Du meinst 22? Genau, das vom letzten Jahr. Steuerung ist halt wirklich genauso. Und das war ja wirklich das, worauf sich alle so... Also, was alle so toll fanden. Im letzten Jahr. Stell das Ding hin! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein... Alter! X war's, ne? Es war X. Gott, ich stehe verdammt scheiße. Ah, das hätte sogar fast geklappt, wette ich mit euch. Wer hat da echt einen Finisher ab? Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd. Ey, mit so einem aufgebauten Tisch. Wir haben schon die wildesten Sachen im letzten Jahr erlebt. Dass dann durch irgendeinen Move, das dann halt blöd läuft und dann erwischt dich. Ich will das nicht. Oh, scheiße. Scheiße. Da hat der Reversal nicht geklappt. Ey, man darf wirklich keinen Tisch hinstellen. Da passiert einfach Blödsinn. Ich habe den 22. Teil, 22. Teil nur durch Shareplay gespielt. Na, ist ja egal, aber gespielt. Man darf den Tisch da nicht hinstellen. Dann lieber wirklich bei Tables Matches, ich bin auch so der, in die Ecke stellen, anlehnen, wir haben hier stechen wie eine Biene-Plakette, den Gegner benommen machen dagegen und fertig ist die Luzi. Und genauso machen wir das jetzt auch. Wir machen eine safe Nummer jetzt hier. Das ist jetzt nicht passiert. Oh, du kleine dumme Sau! Locks in the gut wrench. And some effective offense with that one. And what a maneuver we just saw there. Byron, what could be the deciding tables match setting? It is all about being able to survive a truly diese kleine Nervkuh. Was hat er denn mit der Treppe? Was hat er denn mit der Treppe? Ich sag mal danke. Verdammt. Dann gib mal her das Ding hier. Da guckst du, wa? So wollen wir da. Schön benommen. Machen wir mal was ganz Verrücktes. Ich nehme auch gern die Treppe. Okay, Tim. Hey, Yes Man, mein Lieber, grüß dich. Dir auch ein schönes Wochenende. Jonas, Grüße. Moin, moin. Hat er trotz Reversal zweimal die Chance, neu anzupacken, ne? Das finde ich dann auch ein bisschen affig, muss ich mal sagen.
geh da die Leiter, sag ich schon, die Treppe holen. Danke dir, ich habe auch mit My Faction angefangen. Oh, schön. Also Leute, wenn ich das mal sagen darf, Commander Aziz geht mir hier ganz schön auf den Sack. Wir wollen kein Tisch hier stehen haben. Gibt's ja erstmal eine vor den Helm, würde ich mal sagen. Oh, da waren wir zum Glück schneller. Oh, er macht das, was ich so gern tue. Schnell rein hier. Okay, Sub-Finisher. Wir müssen hier auch noch, glaube ich, unsere Grappling-Attacks machen. Oh. Natürlich wehrt er jetzt ab. Oh, ich bin der Commander. Wehe, du wehrst ab. Sehr gut. Aber ich habe meine Schwere fehlen auch noch. Da haben wir sie. Okay, Leute, jetzt stechen wie eine Biene, scheiße. Und dann rammeln wir den Kollegen durch den Tisch. Quick return to the ring. Nice running crossbody. And the damage must be mounting on the torso to this point. Every hit more detrimental. Das ist nicht gut. Nein! Das darf nicht wahr sein! Hab ich ein Schwein! Oh. Was tut er? Setting up the table, he's done playing around. Watch the quickness on this. Sama. Snap suplex. Taking this outside. This could be good. Also ich finde der Schwierigkeits, aber dass sie in den jeweiligen Matcharten immer übelst an die Geräte gehen, das haben sie nicht geändert. Wollen wir mal probieren, ob der zündet? Nein, hat er gekontert. Oh Mann, ey, immer dieses Zeitfenster, dass er nach dem Reversal... Ja, das war's, danke. Das darf nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein! Dieses beschissene Zeitfenster, dieses zweimal... Du hast schon den Reversal, was übelst geil ist. Aber du kommst halt nie so schnell in die Gänge. Und der setzt ja... Ey, da hat er uns jetzt das zweite Mal hier platt gemacht. Oh. Oh. Entspannte Runde. Proving Ground, habe ich gesagt.
Ist hier so eine Pisse? Ist hier so eine Pisse? Wollen wir mal mit Stone Cold? Komm, wir gehen mal mit Stone Cold rein. Hat Odi stechen wie eine Biene-Geschichte? Ah, das ist so ein Rotz. The WWE Universe loves their We Want Tables chance. Finally, their wish is the superstars come in. Oh, absolutely, Michael, because the only way to win this match requires tables. Jetzt reicht's mir aber hier. Table, to be more exact. Yeah, but as we're about to see, Saxon, that's a lot easier said than done. Whoa, not quite yet. Showing some extra scouting, knowing how to answer a counter with a counter of your own. Corey, what is the best way for a superstar to avoid going through a table here? You gotta be quick and you have to be aware because you can go through a table at any time. To that end, you always need to know where the tables have been set up and avoid making mistakes in that area. Austin getting in his opponent's face. I don't think the was macht er denn wieder, ne? Oh, siehst du schon wieder diese Scheiße? Back and forth, looking for the advantage here. Wunderschöner Piledriver. Richtig schön. Eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass er den kontert. Bleib mal schön liegen, Freund Blase. From Austin. Yeah, the commander has to plot a way to get back into this. Steve Austin planted one there. Oof. And Aziz is one step quicker. Crafty way to get out of harm there. And that was a well-executed... Das Steve räumt auf. Das gefällt mir richtig gut. Put your attention back to the match. Geronimo! Senton from the apron. He's able to sidestep there. Taken down with the gold buster. Nah. Oh, tossed hard into the ring post. Bertha. Jana, grüß dich. Ihr süßen Schnecken und Schneckeriche. Die auch ein wunderschönes Wochenende. Ich grüße dich. Wir haben hier gerade so ein kleines Problem mit Commander Aziz. Aber ich sag mal so, aller guten Dinge sind drei. Echt jetzt? Und er throws the opposition back into the ring. Haha! Immer drauf da! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Zack! Hat er abgewehrt, ne? Oh, ne. Jetzt geht das schon wieder los. Blöde Sau, du. Müssen ihn benommen kriegen. Er wehrt ab. Er ist benommen! Oh, jetzt nicht mehr. Aber es wird klappen. Es klappt nicht.
Jetzt, mach aber mal hinne. Jetzt haben wir es aber. Mein Gott, ey. Ein nerviger Fight, ey. Da war echt das Glück nicht auf unserer Seite. Linus, Mensch, wir haben ja ein richtiges Jubiläum hier, wir zwei. 24 Monate. Linus hat das Zweijährige voll gemacht. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Und ich grüße dich von ganzem Herzen. Ne? Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist gesund. Und ja, ich hoffe, du genießt den Start ins Wochenende. Oh, ich bin so ein bisschen froh, dass der Kampf vorbei ist. Das lief nicht so pralle. Okay, da haben wir ein paar Dailies abgeschlossen anscheinend. So, es geht in ein TLC-Match gegen Zoe Stark. Naja, da erlebt man jetzt keinen Pin und so, ne? Können wir doch eigentlich mal mit Elba reingehen. Alles schick und bei dir? Ja, auch alles gut. Die Woche hat ein bisschen geschlaucht. Ich bin ein bisschen kaputt heute. Da kommt so ein bisschen Gedresche. Ganz richtig. Oh, wie super. Danke für den Follow, Speck-Barbie. Speck-Barbie, habe ich das richtig gelesen? Ne? Was für ein Name. Da gehst du schon einen Stuhl holen. Der hat aber schön gesessen gerade. Das gefällt Bobby. She re-enters the ring now. What is she thinking here? Zack! DDT. Fräulein! Oh Gott, die Leiter hat gerade ganz verrückte Sachen gemacht. That looks painful. She's starting to look concerned. Alba stringing together a stockpile of offense. Wie alles? Habt ihr gesehen, wie das alles ins Leere gegangen ist? Das ist so eine Scheiße. If you want to win, you need to leave any hesitation behind and just lean into the stipulation. This match was created to cause chaos, so cause it. She's pushed into the corner and finds a counter. She's trying to fight back in this one. Unbelievable athleticism. Easier said than done, gentlemen. Zoe with the retaliation. Saw that one coming. That was a hell of a maneuver there, guys. Leg breaker, that had to hurt. Boah, du meine Güte. Zack. Fräulein. Finde ich gut. Schöner Headbutt. Jawohl, Mann. Ey, Stefan, grüß dich. Geht alles wieder? Nee, also Stefan, das Mainboard hat sich bei dem anderen Rechner jetzt, glaube ich, wirklich komplett verabschiedet. Ist der andere Rechner jetzt dran. Aber ich bin auch ganz froh. Ich habe gestern ein Video gerendert mit der Kiste und das war von der Leistung her ganz okay. Und jetzt zum Stream funktioniert es ja auch hier augenscheinlich. Und deshalb bin ich da erstmal komplett beruhigt, dass das erstmal alles so klappt und ich durch den Ausfall von meinem Rechner, also von meinem eigentlichen Rechner, jetzt nicht da, ja, jetzt Probleme habe, dass ich nicht mehr streamen kann oder Videos machen kann. Aber da merkt man mal,
man wird immer beschmunzelt, ist bei mir auch schon so gewesen, weil ich ja hier meinen Rechner hatte und alles cool und hatte unterm Tisch halt auch noch einen Rechner stehen gehabt, ne? Da wurde man eben mal so ein bisschen beschmunzelt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, von wo ihr Finisher geht. Man wird da beschmunzelt. Ah, doch, vom Seil, okay. Was wollte ich jetzt sagen? Man wird beschmunzelt und man merkt ja jetzt, für was für Situationen ist es gut. Für jetzt. Outside of the ring now. What's the plan here? Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Geh von dem Tisch weg! Nein! Einen Stuhl kannst du mir hauen, ist mir egal. Oh, wie der Griff nicht gezogen hat! Ich bin auf Sack hier! Oh, wie sie abwehrt. Ich komm. Ich will die jetzt da durch den Tisch rammeln. Am besten noch einen Finisher machen. Warte mal. So wollen wir es. Morgen komme ich auch wieder nach Hause. Ach, hat das alles geklappt mit deinem Trip nach Österreich? Das ist natürlich super. Ich hoffe, du hast das genossen, ne? Sag mal, was fehlt mir denn jetzt noch an Aktion bei ihr? Ein leichter, okay. Guck mal, das war's ja schon. Jetzt will ich aber mir mal die Finisher-Animation angucken. War echt super. Oh, das ist schön, Stefan. Da freue ich mich. Geronimo! Oh! Ach, die macht so eine schöne Swarton Bomb? Das ist ja natürlich... natürlich schön. Ich kenn Elba nicht. Also höchstens so ein bisschen von Supercard und so. Aber es macht auf jeden Fall Laune, mit ihr zu kämpfen. Es kommt, jetzt schaffen wir es aber. Der geht durch! Er geht nicht durch. Wie ich alles hasse. So ein bisschen Lita-Vibes, wenn man mit ihr spielt. Die hat dreimal hintereinander den Finisher abgewehrt. Also irgendwann komme ich persönlich mir ja auch verarscht vor. Jetzt ist sie benommen. Hoch da! Ah! Safe. Ey, mit Elba spielen gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Die war für das Ladder Match auch genau richtig gewählt. Hat mir gefallen. Hat mir echt gut gefallen.